Der Blick des Bullen in Spielberg heute besonders auf Lukas Auer gerichtet. Der Führende aus der DTM zu Gast beim GT Masters. Es ist ein Heimspiel für den Österreicher, der von Platz 2 hinter Jules Bounon startet und diesen hier kurzzeitig an Robert Renauer verliert. Der führt ja derzeit die Gesamtrangliste an, leistet sich aber in der Anfangsphase viel zu viele Fehler und rutscht ab bis auf Rang 5. Lukas Auer derweil voll fokussiert und mit einem guten Rennen. Einzige kleine Schwäche bleibt dieser leichte Wackler nach einer halben Stunde. Dann ist Schluss für ihn. Sebastian Asch wechselt sich ein und erlebt beim Rauskommen aus der Box eine böse Überraschung. Sven Barth zieht am Mercedes vorbei und schnappt sich Rang 2. Gounon und Kalwitz weiter auf der 1. Ärger auch für Robert Renauer und Sven Müller, die Gesamtführenden mit einem zu kurzen Boxenstopp und der Durchfahrtsstrafe. Schockmoment dann in der Schlussphase. Alex McDowell wird von Christopher Haase touchiert und erleidet einen heftigen Crash. Die leichte Berührung in der Kurve reicht. McDowell am Ende zum Glück unverletzt. Das Ende dann wenig spektakulär wegen eines weiteren Safety Cars. Der Gesamtzweite Bortolotti mit dem bitteren Aus. Er kann ebenfalls das Rennen nicht beenden. Keine Positionswechsel mehr möglich daher, sodass es beim Startzielsieg von Gounon und Kalwitz bleibt. Jubel auch bei RWT Racing und Sven Barth, der auf den zweiten Rang fährt. Auer und Asch am Ende auf Platz 4. Die Sieger vom 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, De Filippi und Mies, fahren auf den achten Rang.